Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Outlast. Wir gucken jetzt, wo wir sind, in welchem Schrank wir gelandet sind. Verlassen. Wie bitteschön kamen wir in diesen Schrank? Sind wir wirklich zur Tür einfach rein? Haben wir es hier drin versteckt? Das ist schon ein bisschen komisch. Set us free. Wenigstens kein Gedicht, also so ein Bibelvers. Layard, nichts ist elender, als sich selbst zu bemitleiden. Und ich vertraue dir, dich einer derartigen Weibersünde nicht schuldig zu machen. Wenn die Jünger, die ich dir anvertraute, Hunger, Schmerz und Angst erfahren, so ist dies eine Notwendigkeit ihrer fleischlichen Sünde und der Wille des Herrn. Ich schicke euch Speis und Wein, wie der Herr es will, und nicht mehr als das. In Visionen sah ich Plage wachsen und unsere Leiden bekamen so groß, dass keiner unter uns es mehr erleiden konnte. Freue dich also. Finde Trost darin, dass wir am Höhepunkt unseres Leidens sind und bald in das ewige Paradies ziehen werden. Kannst du dein Volk nicht mit deiner Zunge führen, so nutze die Fäuste deines Trägers. Papa liebt dich. Gott wird dich erlösen. Knopf. PS. An meinem Beutel gesalzener Grillen, die Nick so liebt. Lass sie ihm bitte zukommen und sage ihm, dass sie ein Geschenk von mir sind. Papa Knopf. Wir sind also dann bei Sullivan. Nein! Mach zu! 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 Die können hier reinfliegen? Au! Aber eine Batterie. Heilen. Wir haben ja genug Verbände gefunden. Warum schießen die denn jetzt auf uns? Au! Ich hätte mich noch nicht heilen sollen. Und vor allem, wer schießt da auf uns? Ist doch blöd, dass sie in ihrer eigenen Wohnung schießen. Nein! Geh doch da raus! Rausgehen! Nicht schließen. Hä? Kannst du... Das verstehe ich jetzt nicht. Das Sinnvollste ist, daraus ein Fenster zu steigen. Danke. Oh Gott. Heilen? Wie, ich habe nur einen Verband? Mikrofon. Ja, aber ich höre gerade überhaupt nicht. Das. Ach so, jetzt sehe ich's. Oh, bitte lass es nicht sowas wie Fetti sein. Der hört sich so an wie Fetti. Fetti, sage ich schon. Wie Klopsi. Ist aber kein Klopsi. Oder? Klopsi! Oh, sogar solche Stacheldrahtfallen. Wie fies ist das denn, bitteschön? Ah, da ist der Typ. Nein! Mei. Au! Ja, ich beeile mich ja schon. Drücke H zum Heilen. Schlechter Zeitpunkt. Schlechter Zeitpunkt dafür. Weiter, weiter, immer weiter. Ist das da, wo die Schienen auch waren? Wir heilen uns erstmal. Plötzlich brauchen wir die ganzen Verbände, die wir eingesammelt haben. Heile die Kranken, nutze 10 Verbände. Errungenschaft freigeschalten. Dankeschön. Na gut, ein neuer Versuch. War ja klar, so ganz ohne wird es wohl nicht funktionieren. Aber von wo kam der denn? Er müsste ja von schräg oben gekommen sein. Au! Sag mal. Da drüben. Kann ich eigentlich... Der hat noch gar nicht geschossen, hat mich das Ding doch erwischt. Ich heile mich noch einmal, ich glaube, es war letzter Verband auch.
Das heißt, wir rennen jetzt. Rennen, 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 rennen. Und nochmal. Rennen, 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 rennen. Oh, scheiße. So ein Arschloch. Nee, hab ich auch nicht. Nee, also wenn... Wenn's geht, geh ich alleine. Und die Ponyasan kannst du selber gehen. Nein! Geh doch! Alter, weg! Weg! Au! Ich wollte doch nur den verbannen. Oh Mann, diese Folge beginnt wirklich scheiße. So, geh weg. Ich nehme nur schnell den Verband. Schnell und hier raus. Weg. So. Ah, nein, wieder zurück, wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich denke nämlich eigentlich nicht von hier. Alter, der krabbelt! Geh weg! Der krabbelt uns einfach nach. Meine Güte, wo will ich denn lang? Ich will da lang. Kannst du halt auf den schießen? Statt auf uns? Wo muss ich hier denn lang? Hier oben. Ja, 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 geh erstmal hier hoch. Dann können wir uns heilen, weil ich glaube nicht, dass der... Ja. Hinter uns hergerochen kommt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war auch wieder so klar. Als wenn der schon wüsste, dass wir hier wären, der kann uns gar nicht sehen. Als wenn der uns sehen könnte von da drüben aus. Mann, 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 Mann. Hab ich eigentlich richtig? Ich denke schon. Verband. Na. Wo kommst du denn jetzt her? Alter. Das gekreuzte Lambo habe ich nie. Das sind alle. Ja, ich glaube, das war die falsche Richtung. Huch. Okay. Schön, dass er uns einen kleinen Vorsprung lässt. Wie lang? Und wo ging es denn dann weiter? Ah. Nein! Au, wow, 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 wow. Mm. Oh, wir machen bestimmt nie wieder ein Wanderausflug. The gospel isn't done yet. You will perform your own resurrection. You will complete your gospel. Was denn, wer hat jetzt ins Wasser geworfen? Yes, we've returned him to the way of sorrows. This stone is waiting. Take him. And when he rises, we all will have our communion. Haben Sie bitte schon für ein tiefes Loch gegraben? Don't! Please, don't! Please, don't! Please! Are you crazy, motherfuckers? Oh God! Willst du dich dagegen treten? Ist das jetzt auf die Idee? Na los! Oh.
Hä? Haben sie da eine Erdschicht drauf gemacht? Das soll begraben sein? Wow. Also wie oft die jetzt schon versucht haben, uns, weiß ich nicht, zu töten. Und das einfach nie funktioniert. Stümper. Also Glück für uns, wirklich Glück für uns. Aber trotzdem, das... Wow. Mhm. Du quatschst wieder sehr viel drüber. Ist okay, ja, danke. Pieces of my skin stuck in the barbs. It was too late to hold her up. And I was just a kid. I was just... Was sollen unsere Hautstücken sein? Oh Gott. Oh Gott. Ja, also, ich glaube, wandern gehen wir nie wieder. Oder investigativ schon recherchieren. Dies hier ist mein Bruder, gebrochen und getötet vom Tyrann Lyard und seine Reittiere, Nick, weil seine fehlenden Finger in Wein vergießen ließen. Er war ein schreckliches Unrecht und ich hoffe, ein gnädiger Gott wird ihn besser behandeln. Wow, für ein bisschen Wein verschütten. Aber... Wundert mich bei den Leuten hier nicht. Wegen jeder Kleinigkeit gleich hinrichten. Und sich dann wundern, wenn es nur noch so wenige sind. So, geht's hier irgendwo weiter? Ich darf mal ein bisschen die Ränder ab. Das hier könnte richtig sein. Nein. Nein! Lasst mich doch in Ruhe! Na klar, war ja klar. Geh weg! Hört auf, euch an mich zu klammern! Leg dich hin! Leg dich doch hin! Mann! Steh! Rück's! Wow! Ich hab gedrückt. Jetzt muss ich mal gucken. C. Ich hab C gedrückt, aber da ging nichts mehr. Ich glaube, die waren da schon im Weg. Dann probieren wir es jetzt schneller. Ein bisschen ausweichen. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, mache ich doch. Bin ich verarscht? Ich habe mit der Maus gewackelt. Ah, ist ja gut. Ist ja gut. Als wenn ich nicht so machen könnte, wirklich. Achso, noch eine Batterie. So. Jetzt aber. Alle guten Dinge sind drei. So, von da kommt einer. Dann kommt gleich von da einer. Den habe ich auch gesehen jetzt. D. Und fertig. Mensch, so schnell kann es gehen. Noch mehr Batterien. Batterien sind nie verkehrt. Oh, hier ist auch mal wieder niemand. Nein, nein, nichts. Oh Gott. Wow, wow. Freut euch, euer Beuglinge, deren Haut schwillt und schmerzt, den Gliedern knacken und klagen. Eure Täufer kommen zu euch auf einem Esel in Form eines Mannes. Dieser Täufer scheint wie ein Kind in jeder Hinsicht bis auf sein Glied und ist deshalb der Liebling des Propheten Saliben Knopf. Und Knopf sprach zu Lyard: Was wünschst du in deinem Elend? Und Lyard sprach: Ich wünsche zu sehen, was der neue Ezekiel sah. Und Knopf sprach: Dein Gesicht ist zu eng für die Breite der Nachricht des Herrn und würde beim Eindringen zerreißen. Du solltest nur deine eigene Erlösung erfahren.
Und Lyard sprach: Wahrhaftig, ich glaube meines Vaters jedes Wort. Und Knopf ruft: Hosanna, du liebst mich, also seist du gesegnet und du wirst sehen, was du zu sehen wünschst. Und Lyard sprach: Ich sehe die Himmel sich öffnen, ich sehe Rauch im Himmel, eine Wolke aus Insekten, die einen Mann bringt, der ist voller Jahre doch befleckt, wunderschön, schöner selbst als jede Frau. Und ich sah und wusste, ich sah den Erlöser der Beuligen, von denen Ezekiel gesprochen hat. Und Ezekiel sprach erneut zu Lyard: Sieh, das Lamm heilt die Kinder verfaulter Schwänze und verderbte Schöße. Und ich sah die vielen Kranken und die, die von Teufel, von unreinen Geistern geplagt werden, die von der Macht des Lamms Gottes geheilt werden sollen. Und ich, Lyard, sah, wie er an das Kreuz gehängt und getötet wurde für jene, deren Last ihnen Sünde brachte, ihre Lust, deren Lust ihren Sünde brachte und deren Sünde ihnen Lust brachte. Und wie er da hängt, werde es reichlich Milch und Wein geben, sodass jeder, der am Lande verbleibt, Butter und Spirituosen habe. Und sie sollen die Herrlichkeit Lyards verkünden, der sie zur Erlösung führt. Und wenn er seinen Geist übergibt und sein vollkommenes Fleisch am Baum hängt, sollen sie ihn von seinen Dornen befreien und mit der Hake in der Erde begraben. Und die Beuligen werden sagen: Wir sind müde und elend, denn unsere Herzen sind von Sünden verheert. Also muss der Herrliche Lyard sie mit Zunge und Peitsche und Glied treiben, dass sie nicht vergessen. Es ist keine große Tat, einen Mann zu ermüden. Doch wollt ihr selbst meinen Gott ermüden? Und sie sollen die Herrlichkeit Lyards verkünden, der sie zur Erlösung führt. Und der beulige Christus soll auferstehen aus dem Grab, Krankheit überwinden und den Tod überwinden. Und jene Kranken sollen ihn Immanuel nennen. Und der beulige Messias wird sprechen: Dies ist mein Fleisch, esst von ihm und seid geheilt. Wer von meinem Fleisch isst, dem sei das ewige Leben. Und sie sollen die Herrlichkeit Lyards verkünden, der sie zur Erlösung führt. Deswegen wollen die uns also alle essen, weil die denken, wenn sie uns essen, dann werden sie von ihrer komischen Krankheit geheilt. Das wird wohl nicht funktionieren. Hat sich da gerade einer erhängt? Anscheinend, warum auch immer, Errungenschaft freigeschalten. Damaskus-Erlebnis. I can still find my way to the mine. Mhm. Der Erhängte. She hanged herself before I could stop her. Or she didn't. No. Wait, not her. He. Fuck. Ich weiß nicht, die wollte ich die ganze Zeit töten und du wolltest die jetzt aufhalten? Du hast ja auch nichts mehr gesagt. Naja. Naja. Aber ich sag doch, die löschen sich ja alle selbst aus. Über die Kanten schauen, kann ich das? Cool. Warum kriege ich aber jetzt erst den Hinweis dafür? Nun gut. Kommen wir jetzt endlich zur Mine. Wie lang ist denn der Weg? Wie viele Folgen versuchen wir jetzt schon zur Mine zu kommen? Drei? The mine. That's gotta be it. How the fuck do I get down there? Oh Gott, wie weit ist die denn immer noch entfernt? Einfach springen? Nee. Das Springen wird schwierig. Oh Gott, wer baut denn so weit oben so eine Hütte? Okay, wir springen. Wir haben schon viel Schlimmeres geschafft. Ah! Festhalten! Rein! Alter. Doch gefährlich. Tut mir leid, ich habe das Seil vom Flaschenzug geborgen, um damit in den Himmel zu klettern. Haha. Wenn der Fettsack Ezekiel auch kein neues Seil gibt, könnt ihr mich herunterschneiden und es wird zurückholen. Und es wieder zurückholen. Weil ich es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Da hat er also gerade das Seil her. Geht. Shit.
Ja. I can't. A rope. I just need a rope. Ach. Soll ich jetzt... Ich hab nichts gesagt. Nein. Hey. Okay, der ist so langsam die Treppen hoch. Hallo, hat jemand ein Seil von euch? Ich möchte euch gar nicht länger stören. Ich brauche nur ein Seil. Ich brauche doch nur ein Seil. Oh. Hallo. Oh Gott, nein. Hier drin ist aber auch kein Seil. Das hat jetzt wirklich relativ wenig gebracht. Hier drin, nein. Ich will jetzt wirklich hier das Haus. Hier ist doch ein Seil. Oh Gott. Au, Scheiße. Geh weg. Alter. Mann. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, wirklich hier das Haus abzusuchen. Um dann nach einem Seil zu gucken. Oder müssen wir wirklich das von dem da abschneiden? Wir müssen das wirklich von dem abschneiden. Aber wie soll ich denn bitte schön da rankommen? Kann doch nicht darüber klettern. Und den so da runterholen kann ich auch nicht. Oder kann ich doch da hoch? Hallo? Na, los. Nachladen, nein. Das war gerade gesehen, danke. Interagieren. Tschüss. Das ist jetzt voll ins Feuer gefallen oder etwa nicht? Ich, danke. Wollte schon sagen, es hat doch bestimmt von irgendjemandem die Aufmerksamkeit erregt. Ach nein, ich hab zugemacht. Oh. Kann ich in den Brunnen rein? Ich sehe nichts. Ah, ich hätte doch nachladen sollen. Da, nimm einfach das Seil. So. Tschüss. Hm. Kannst du nicht mal. Das kannst du selber machen. Jetzt bloß nicht verlaufen. Ich muss nur irgendwo den Anfang wiederfinden. Hier. Runter, schneller. Die Tür ist jetzt zu. Und hoch. Schnell. Ja, ich höre sie ja. Und runter. Tschüss. Denn theoretisch müssten die nur wieder hochrollen. Gerechte Strafe. Ist der Kleine, oder? Das ist jetzt der große Typ in dem Kleinen. Was? Sie gereinigt. Jetzt sind sie frei. Jetzt seid ihr schön frei. Ruht in Frieden, wirklich. Ich hoffe, ihr findet euren Frieden. Kamera. Oh, das war jetzt hell. Und wir sind... Nein, wir sind wieder in der Schule. Auf dem Dach? Fuck. Wie hat es denn hier geschneit?
Jessica! Jessie! Ich höre dich doch stampeln! Oder sind wir das? Oder hämmer da irgendjemand? Kann ich hier hoch? Na gut, wir gehen mal dahin, wo es Licht ist. Okay. Ach, ich hab ein bisschen Hallos, dass hier jemand plötzlich hinter mir steht. Tür ist zu. Kamen wir nicht von... Wir kamen doch von hier. Nee. Ah, wir können aber den Fußspuren folgen. Okay. So, ich würde sagen, in die Schule gehen wir wieder in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann bis dahin. Ciao.